So. Oh, nein, ich will nicht das Spiel verlassen. Ich will die Tagesaufgaben machen. Denn ich bin recht zuversichtlich, dass es gleich was wird. Und wenn es nicht wird, dann trainieren wir einfach ganz normal weiter. So, also Konzentration. Du könntest ein Skelett sein, bist du aber nicht. Du könntest ein Goldklumpen sein. Du könntest ein Skelett sein. Dich lösen wir aus. Sehr schön. Ich habe eben gerade eine Blondine. Ah, komme ich nicht mehr hoch. Blondine gehört. Und hier geht's gar nicht weiter. Sehr schön. Da ist nur ganz viel Gold. Da hinten ist sie. Da müsste ich aber ganz schön viel sprengen. Nö, ich will nicht ganz viel sprengen. Da verbrate ich lieber zwei Seile. Und lauf hier lang. Hm. Oh, das war eine gute Entscheidung. Dann schon wegen der Kiste da. Mist. Eigentlich wollte ich mit dem Topf die Schlange erschlagen und überhaupt und ja. Komme ich da hin? Ja. So. Ausgang ist auch in Richtung Blondine. Was ja schon mal praktisch ist. Den nehme ich auch mit. So, Geh weg. Komm, Peitsche. Also, der Stein kann wohl nur Schaden machen, wenn er mit genug... Oh, da hinten sind Stachelfallen. Also, Speer... Ihr wisst, was ich meine. Fallen. Mist. Wie weit fliegt ihr? Auch ganz schön weit. Komm, du. Hab ich dich. So. Das war die eine. Das war die andere. Mann, Mann, Mann. Ganz schön viel Arbeit für zwei so eine ganz billigen Fallen. Und wo zur Hölle? Achso, da drüben war sie. Ah, sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch, da hoch. Darüber? Ja, ganz knapp. So, mitkommen. 8000 Gold. 8400 Gold. Das ist nicht besonders viel. Aber, na gut. Weg. Weg, 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 bevor der Geist kommt. So, Küsschen. Sproing. Sproing. Oh. Oh. Aber was haben wir gelernt? Wenn wir sie sehen, sollten wir sie nicht sofort greifen. Denn es könnte hier irgendwo ein Händler sein und wenn der Händler das abbekommt, dann ist Trara ohnegleichen. Also erstmal... Nein! Erstmal frontal in eine Dingensfalle rein. Weil es so schön Spaß macht. Vor allem, dass sie zwei Punkte abziehen, ist echt garstig. Da komme ich jetzt auch nicht rum. Doch, komme ich. Okay, Skelett. Nein. Da ist die Blondine. Die ist aber auch schon wieder eingesperrt. Na gut, hilft nichts. Husch. So. Gehen wir mal da durch. So. Du kommst mit. Da geht's nicht lang. Schieb, 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 schieb. Das kommt mit. Oh, da ist ein Shop. Genau. Oh, Mist, falsche Richtung. Aber wenn ich mich jetzt da durchspringe, dann geht er ab. Also wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück und ich habe dafür wahrscheinlich nicht genug Seile. Ah, doch, ganz knapp könnte das werden. Okay, Ausgang ist da. Ich will die Götze haben. Aber es wäre eine schlechte Idee, denke ich. Also machen wir das so. Sammel dich ein. Gehen dahin.
kaufen uns Bomben. Ja, komm, Bomben sind wichtig. Sonst kommen wir nicht wirklich weit. Ich erinnere mich da an einen Run, wo wir 16 Bomben gebraucht haben, um einem Shopkeeper zu verärgern. Also ja, Bomben kann man nie genug haben. Das im Gold ist halt gerade ein bisschen mau. Ich meine, 14.000? Also, oh, noch einer. Boink. Oh, lebst ja noch. So. Oh, oh, Riesenspinne. Was machst du denn hier? Das war ein guter Treffer. Kommst mal mit. Wir wollten sie nicht auslösen, aber... Kann auch ein Vorteil sein. Und mit zwei Leben sack ich lieber noch ein bisschen Gold extra ein, das durch die Kugel freigeräumt wird. Was haben wir hier? Da hat es aufgehört zu rollen. Kleinen Kram auch noch mitnehmen. 21.000. Nee, 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 das muss mehr werden. Blondine ist wo? Da ist ein Shopkeeper, der Gott sei Dank überlebt hat. Da ist die Blondine. Da ist der Ausgang. Ja, dann werden wir gleich nochmal laufen müssen. Wie ernsthaft, oder? Ah! Nicht schön. Nicht schön. Vor allem, dass die Götze erstmal da oben hängen bleibt und nicht runterfällt. Und wir keinen Seil mehr haben, sie zu bekommen. Und dann übersehe ich die doofe... Yeah. Das wird Platz 5 oder 6. 4. Was haben die anderen denn so? 77.000, 97.000. Mit einem Charakter, den ich noch nie gesehen habe. Ja, okay. Aber das war auch ärgerlich. Na gut, machen wir das Ganze normal. Ist mal ohne Tagesaufgabe. Flup. Rein da. Keine neue Kritzelei an der Wand. Keine neue Flasche. Machen wir direkt in den Dschungel. Ja doch, komm. Ich will mal in den Dschungel. Vor allem will ich danach mal gucken, wie das bei dem Eis aussieht. Also ein bisschen genauer aussehen, wie es aussieht. Und eventuell den Dingens freischalten. Wo verstecke ich mich denn mal am besten? Nicht unbedingt hier, das könnte nachher... Spinne. Die könnten nachher stinkig werden. Achso, es kommt ja keine Kugel. Ganz vergessen, können wir dich opfern? Ja. Achso, du bist ja keine Goldmünze, du bist ein blauer Frosch. Hops. Piranhas. Hops. Oh, das war knapp. Spring. Spring. Komm schon. So. Oh, nein, oh. Geh weg. Kaputt, kaputt. Soll sterben. Ich will die Kiste haben. Oh, oh. Du doofer. So. Also ja, der Affe ist zwar schön und gut mit dem Gold und den Diamanten und was weiß ich. Aber er macht mehr Chaos, weil ich das Zeug mal wieder einsammeln will. Aber das ist eigentlich meine Schuld, hm? Und nicht die des Affen. Ja komm, lass mich in Ruhe, Affe. Plupp. So, Blondine. An einem schwer zu erreichenden Ort. Wo ist dein Boomerang? Da ist dein Boomerang. Oh, hab ich die auch erwischt. Das tut mir leid. Warte mal kurz da. Ich sagte, du sollst da warten. Spring. Hops. Wow, okay. Mit.
ganz viele Kisten, wo nicht rankommen. Aber da bomben wir einfach mal kurz. Zing. So, dich hätten wir gerne. Ein Cape, sehr schön. Und Mädelsteine. Wobei das Cape wirklich nur den Fall verringert, richtig? Wir können damit jetzt nicht in die... Nö. Oh, böse Tiki-Falle. Oh, böse Tiki-Falle. Hm. Okay. Oh, oh, oh. Das hat jetzt gar nichts gebracht. So. Da wäre der Ausgang. Oh. Das war sehr knapp. Küsschen, das wir stark brauchen. Hinten wieder so eine komische Kröte. Nee, das ist keine Kröte. Hey, Moment mal, warst du nicht eben rot? Und da ist ein Piranha im Wasser, den ich nicht töten kann. Aber es sah echt so aus, als wenn das ein roter Frosch gewesen wäre. Und als er in Wasser gefallen ist, wurde er blau. Und der Piranha isst keine kleinen Frösche. Irgendwas anderes da reinschmeißen. Wenn wir überhaupt noch wieder zurückkommen. Falsch. Nein. Oh, es war sehr knapp. Kann das dann nicht mehr so hoch springen? Kann mit dem Cape? Oder kommt das nur so vor? Falsch, falsch. Weg, 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 weg. Oh, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wenn ich laufe und werfe, werfe ich weiter. Das ist doch dezent hilfreich. Komm schon. Ich will nur die eine Vase hier mitnehmen. So, du kommst mit. Da ist eine Rubin. Obwohl ich eigentlich wieder hoch zur Blondine muss, aber das knicke ich mir einfach. Da komme ich nicht wieder ran. Ja, doch. Dschungel hat es in sich. Aber prima, weil ich noch nicht so gewöhnt bin. Ja, sehr schön, Rubin. Kommst mit. Sproing, sproing. Oh, stopp. Schnell weg. Schnell raus, schnell raus. So. Gold. Das sieht eben aus wie ein riesiger Stein und ich finde fast. Schwung. 31.000. Das sieht irgendwie besser aus als bei Taxo. Oh. Naja, böse Ticken fallen wieder. Oh. So, und rein. Keine Blondine. Immer noch ein Lebenspunkt. Aber nächste Etage müsste schon Eis sein. Und dann können wir da wieder gegen Ufus kämpfen. Dann werden die durchkommen. Ah, schon mal. Die Schnecke hat sich selbst gesprengt. Okay. Oh, oh. Okay. Ich würde dich gern töten. Dann würde ich dich gerne opfern. Nein, ey. Was zur Hölle war das? Die war richtig schnell wieder lebendig. Die Luft war um ein Vielfaches kälter. Ich war fast im nächsten Bereich. Ja, da hast du vollkommen recht. Ein einziges Level noch und dann hätten wir dem Bomberman eine Bombe in die Hand drücken können und ein Seil und was auch immer er haben will. Und dann hätten wir den Bereich in die Richtung schon mal ein bisschen weiter fortgeführt. Meh. Aber na gut. Nicht so berauschend. Weder Tagesaufgabe noch Dingens. Aber kann man nicht ändern. Kann man hier oben eigentlich was machen? Nö. Aber na gut, dann sehen wir uns morgen wieder und hoffentlich läuft es dann einen Ticken besser. Also bis dann.